Stützpunktfeuerwehr Region Fisch setzt sich zusammen aus 6 Zeug und einer Jugendfeuerwehr mit 114 Mitgliedern aus den 5 Gemeinden Üsserwerk, Baltschieder, Eckerberg, Lolden und Fischb. Also auf dem Alarm, Stichwort steht, muss nicht sein, dass das nachher auf dem Schadenplatz antrifft. Solche Einsätze erleben, wie Brände oder Verkehrsunfall mit Verletzten oder sei es ein tödlicher Unfall. Und ich denke immer so ein bisschen das gleiche Muster. Ich habe zum Glück eine flotte Frau, die mir zuhören tut in dem Moment. Das ist für mich eine grosse Unterstützung. Wenn der Piepser geht, dann ist man Vollgas, dann geht man. Ob das mitten in der Nacht ist oder ob du mit der Familie in mich kaufen bist, man hat die Einsatzmeldung, kommt irgendetwas und du bereitest dich vielleicht vor, du weißt nie genau, was kommt. Wenn man nachher vor Ort ist, probiert man das Möglichste zu machen und das ist halt nicht immer alles Hollywood. Die Atmosphäre am Einsatzort war sehr speziell. Es war dunkel und das hat das Ganze ein bisschen speziell gemacht. Du weißt einfach nicht, was auf dich zukommt. Vor allem, wenn es der erste Einsatz ist. Du weißt nicht wirklich, ja, wenn ich da bin, mache ich alles richtig. Kommt dann alles zu, was du gelernt hast. Und schlussendlich, wenn du da bist, ja, bang, der funktioniert. Also wenn einer hilft, braucht egal was, wird geholfen. Unsere Aufgaben sind vielseitig. Von der kleinen Tierrettung bis zur grossen Überschwemmung, Verkehrsunfall, Brand, wie auch technischer Hilfeleistung. Und das 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Ich habe 6 Jahre lang Jugendfeuerwehr gemacht und während diesen 6 Jahren konnte ich sehr viele Sachen lernen, die mit dem Feuerwehrhandwerk zu tun haben. Und das war natürlich eine sehr, sehr gute Grundlage, um danach richtig mit 18 dann Feuerwehr zu starten. Man hat eigentlich schon alles einmal gesehen und das meiste schon ein bisschen kennt. Wir sind also mit Herz und Seele dabei. Es macht mir richtig Freude, ihnen zuzuschauen. Da geht mir gar um die Ewig an. Jugendfeuerwehr in der Hinsicht, also da kommen wir wirklich lernen. Da lernen nicht nur Kinder, lernen wir auch. Feuerwehr hat das ganze Jahr durch verschiedenste Übungen, die wir uns auf Ernstfall darauf vorbereiten. Das sind für die Atemschutzträger Atemschutzübungen, dass man lernt, mit dem Gerät umzugehen. Aber das sind auf der anderen Seite auch technische Hilfeleistungsübungen oder für die Kaderleute sowie die Maschinisten nochmal spezielle Übungen, die sie aus Fachgebieten nochmal speziell anschauen. Man muss einfach üben, dass man auch, wenn man wirklich auf eine Situation trifft, vielleicht nicht nach Büch geht, aber die Routine auch anbriefen, die man halt geübt hat. Gewisse Einsätze, die man hier erlebt, denke man sicher zum Teil auch anders darüber nach, über das Leben, wie schnell das kann. Wechseln von gut zu tragischen Ereignissen. Solche Sachen bleiben einem. Meine Frau müsste leider Gottes mir zuhören. Ich spiele eigentlich das ganze Ereignis nur mal durch für mich selber. In dem Sinne ist das für mich aber auch das Gleiche eine Verarbeitung. Das ist sicherlich eine grosse Ehre, dass man da dabei sein kann und dir helfen kann. Ich habe das Alto so Mannschaft erlebt, wie in einer Jofisch-Feuerwehr. Du kommst an die Ebene, du kommst an den Einsatz. Da spielt es keine Rolle, von wo du bist, oder was du kannst, oder ob Mann oder Frau. Ich werde einfach miteinander geschafft. Ich sage dir, das ist jeder Kern von unserer Feuerwehr. Es ist wirklich überragend, wie das funktioniert. Mir fehlt etwas, wenn ich die Feuerwehr hätte, die Kameradschaft, die Kollegen, die ich da gefunden habe. Für mich wirklich Leidenschaft.